herzlich willkommen, liebe Freunde, hier am Gevatter Rhein im großen Gewässer zu meinem Langzeit-Review-Test und Fazit zur Sony RX100 Mark 7, Entschuldigung, die ich in einem Gewinnspiel von Max Adlersson erhalten habe. Vielen Dank dafür. Er konnte damals nicht 30 und 60 Frames per Second einstellen, Bilder pro Sekunde, denn er wusste nicht, dass man die Kamera dafür auf NTSC schalten muss, und so hat er sie nicht benutzt und schlussendlich zu einer Verlosung freigegeben, und so habe ich diese Kamera erhalten. Wir gucken uns hier nun an, heute in diesem wundervollen Video, wie diese Kamera auch in diesem Jahr noch abschneidet, wie gut ist sie wirklich, wie schön und wie leicht lässt sie sich bedienen, wie lange hält der Akku und vieles mehr. Bleibt unbedingt dran, es wird spannend. Wichtige Enthüllungen werden stattfinden. Lasst, wenn ihr schon mal da seid, direkt ein Abo da. Hat noch nie geschadet. Großartiger Content wird kommen. Übrigens, herzlich willkommen alle Neuzuschauer auf diesem Kanal. Wir haben ja jetzt, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, wir haben ja in den letzten Wochen massiv zugelegt, endlich mal ein bisschen hier mit der Offensive nach vorne gekommen. Und ja, herzlich willkommen. Hier gibt es nicht nur zusammengeschnittenen Müll von der Tagesschau, sondern auch von mir. Peace. Ah, Freunde der Sommer. Aber leider sind wir wieder hier. Wir sind noch nicht ganz da. Ich halte euch auf dem Laufenden. Diese Baustelle hier versaut mir einfach hier komplett den Weg. Es ist seit, wann war das letzte rein orangen Video? Ich weiß es nicht. Bestimmt vor 2 Jahren. Immer noch die gleiche Baustelle. Immer noch, weiß ich nicht, 20 Minuten Umweg auf der Strecke dahin. Verdammte Axt. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Wir gucken mal, ob die da noch steht. Es ist Sommer. Oh, ey, guck mal. Müssen uns beeilen. Ich habe auch die Sony-Kamera dabei. Da wird es hochwertige Aufnahmen geben. Glaube ich nicht. Beeilt euch lieber mal. Ja, beim letzten Mal war zum Beispiel das hier, das war noch nicht mal ausgeblichen. Also sie brauchen dringend Leute. Naja, weiter geht's. Ja, alles noch beim Alten. Alles voll mit irgendwelchen LKWs. So, ihr erinnert euch, hier sind wir wieder. Wir gehen jetzt einfach mal die ganzen alten Drehorte ab, gucken, ob alles noch so ist, wie es war und wie es sein soll. Schaut euch an den Crop. Hier ein kurzes Video aus der Reihe Gebüsche. Pfand wurde gesammelt. Ja, wie sagte einst ein großer deutscher Denker, soll eben erst eine Kippe rauchen, um mich hier ein bisschen anzupassen. Bis gleich. Ja, man hört den idyllischen Vogelzwitschern. Hier sind die Rohre, die ihr noch aus dem, der letzten Folge, aus dieser Dauerdoku hier kennt. Hier sind diese Häuser. Und da geht's nicht weiter, weil es ist halt alles zugewachsen mittlerweile, weil warum sollte sich auch jemand kümmern? Was da wohl lang geht? Mal gucken. Hab das Gebüsch umschifft. Hm, Obst gibt's ja auch, Früchte. Oh. Das ist neu. Ja, so geht auch dieses Stück Kulturgut verloren. Hier ein schönes Haus gewesen, guck mal. Einfach weg. Das ist der Letzte, der sich hier dem Widerstand, dem Kampf gegen diesen Abriss hier zu Wehr setzt. Da soll wahrscheinlich hier sowas dann hin. Das ist ja interessant. Das ist auch schade. Da war ja alles voll mit Häusern, oder kommen die noch? Wir gehen mal weiter. Und ich sehe aber schon, da kommt jetzt was, was wir noch aus der letzten Folge kennen. Ha! Ja, oder? Doch, das ist er. Ja. Ich. Immer noch die hier ganz komischen Noten, aber ja. Er ist noch da. Aber krass, alle Häuser sind weg. Da muss ich doch mal, und ich empfehle euch, das Gleiche zu tun, in die letzte Folge reinschauen. Link ist hier irgendwo. Mal zählen, wie viele Häuser da waren. So, guck mal hier. Da hat einer wenigstens ein Schild. Ist alles sehr gut ausgeschildert, ja. Da gehen wir hin. Da ist, genau, da. Das ist ja beides. Auf geht's. Oberhausen. Oberhausen ist auch ein Dauermeme. Ah, es stinkt wieder schön. Jetzt erinnere ich mich, was stinkt hier so krass. Boah, Leute. Was eine Kloake hinter diesem Zaun wohl ist. Boah. Ja, da hinten wird mit Hunden gekämpft, aber ansonsten ist immer wieder nichts los. Und das ist ja auch das Schöne hier dran. Ich hol gleich mal die Sony raus. Aber ich renn besser vor dem Hund weg. So, also das mit den Hunden war doch interessant. Hätte ich besser filmen sollen. Der Hund, irgendwer hat irgendwas verloren. Das sucht die Frau unten dort mit dem einen Hund. Der Mann steht mit dem bellenden anderen Hund, da hört man ihn wieder. Und die Frau schreit aber lauter als der Hund, dass er das nicht mehr ertragen kann und er ins Auto soll oder so. Und man streitet sich und die Stimmung ist insgesamt sehr gereizt. Nicht so bei mir, denn da
Oh, da, da ist er. Wir sind schon da. Ja, also wir sind rangezoomt. Ich zoome mal weit und hol gleich mal die Sony raus. Ich habe jetzt irgendwie zum dritten oder vierten Mal angekündigt, die Sony rauszuholen. Mach ich dann aber wirklich. Wir sind wieder bei dem schönen Mülleimer und ich glaube, der hat neue Sticker erhalten, immerhin. Frontal Duisburg. Aber der schöne Hansapilz, Kampf dem Faschismus, oder was? Der Hansapilz-Aufkleber, nee, da ist er. Durstlöscher Hansapilz, das ist der wichtigste Aufkleber in ganz Duisburg. Schön, dass der noch da ist. Ja, nützt alles nichts, weiter geht's. Wir gehen jetzt erstmal direkt, solange es noch hell ist, zum Strande und genießen dort den Sommer. Und dann wird dann eines der neuen Pots verkostet. Es gibt neues Pots, scheinbar, neues altes Pots. Dieses, das da. Das ist ein Marxloh. Und im 9-Euro-Ticket-Wahnsinn Duisburg-Video waren wir irgendwo da. Wir haben nach da geguckt. Also nach hier. So, jetzt sind wir doch schon auf der Sony. Bisschen hier Zoom, guck mal. Sieht doch alles ganz schön aus. Ist gerade im Fotoprofil S-Log. Ob das so eine gute Idee ist, ich probiere mal was anderes. Da wären wir bei HLG3. Ja. Sieht das besser aus? Der Himmel sieht so komisch aus. Ich bin ein Amateur. Weil ich ja so ein Amateur bin, filmen wir jetzt einfach ohne Fotoprofil. So, mal gucken, was hier jetzt draus wurde. Einatmen, ausatmen. Ja, das hat jemand sauber gemacht. Spießer. Gucken, was hier die Inschriften. Wir sind auch nicht mehr da. Während der unvermeidlichen Kaffeepause werde ich jetzt mal hier die Kamera halbwegs einstellen. Guck mal, da kommt ein Schiffchen gefahren. Der Zoom ist nicht schlecht. Ich habe Schlimmeres eigentlich in Erinnerung. Zieht euch mal die Sony HX99 rein, da könnten wir diesen Leuten jetzt genau an den Kopf ranzoomen mit 720mm und ungefähr gleiche Format wie diese Kamera hier. Aber wir sind hier ja nicht auf einem dieser Kamera-Werbekanäle, ne? Das wollen wir auch sagen. Guck mal, hier ist so ein Gebäude, da ist dieses Kraftwerk, da waren wir auch schon. Da müsste doch auch, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall Duisburger Ruheort, was ihr da so schön vor euch seht. Und jetzt ist es wieder zu hell. Was machen wir da? ISO hoch, ist ganz schlechte Idee. Tja. Ja, ich sollte in den automatischen Modus verfallen, aber warum? Das hier, da ist die Lösung aller Probleme. Ist immer noch viel zu hell alles. Guck mal. Ah, guck mal jetzt. Aber jetzt ist... man lernt ja noch dazu. Das sind so Szenen, die schneide ich jetzt rein, weil ich erwähne, dass man die sonst nicht reinschneidet und hier seine Zeit vergeudet, aber so ist das. Die Szene werdet ihr noch gleich sehen. Ah, guck mal, ihr habt wunderschöne Architektur. Ist das nicht geil, Alter? Ich komme vor architektonischem Genuss. Schnell Kaffee trinken, die Sonne ist gleich weg. Also Netto ist natürlich Dreck, ne, das weiß jeder. Aber bei Netto gibt's noch das hier. Kostet ungefähr 1 Euro und ist relativ viel Kaffee. Das hat, bevor alles jetzt teurer wurde vor ein paar Jahren, ne? Jetzt so Ukraine und, ich habe keine Schlagwörter genannt, werbefreundlicher Familienkanal hier. Jetzt, wo die Inflation wegen, weiß ich auch nicht, Naturgewalten so ist, wie sie ist, kostet das 1,11 Euro. Das hat früher 69 Cent gekostet, das hat sich fast verdoppelt. Aber da ist sehr viel Koffein drin, denn Kaffeegetränke unterliegen nicht dieser Grenze, die zum Beispiel Red Bull oder Ella Energy ist 35 Milligramm pro 100 Milliliter. Hier sehen wir 52 pro 100 Milliliter. Gerechnet auf diese 370 Milliliter haben wir ja gut und gerne viel Koffein, fast 200 Milliliter. Milligramm. Das ist eine stabile Dosis. 120 ist eine sehr gute Dosis zum Beispiel. Also ungefähr dreimal so viel wie so ein Red Bull. Skull, weiter geht's. Komm, jetzt einfach mal hier in den Automatikmodus gegangen, das ist alles einfacher. Also, ja, komm, Automatik, zeig mal, was du kannst. Nichts kannst du, meine Güte. Egal, weiter geht's. Ich merke übrigens, verdammte Hacke, die Windgeräusche sind enorm. Ich muss die Windgeräuschunterdrückung anmachen. So, die Unterdrückung der Windgeräusche ist wieder am Start, aber ich bin jetzt hier irgendwie in den manuellen Modus verfallen, damit ich nämlich hier sehen kann, wie die Lautstärkepegel so sind. Und dann muss ich hier wieder an allen Knöpfen und Reglern drehen. Ja, weiß ich auch nicht, sonst müssen wir das hier alles nachvertonen. Hat ja auch keiner Bock drauf, ne? Fuck Death ist immer noch da, das gefällt natürlich. Piranha. Deshalb können wir uns dann auch mal alles hier schön aus der Nähe angucken. Nur Piranha-Sticker. Piranha war hier am Start und hat gestickert. Und, wie ihr wahrscheinlich erkennt, wieder mal kein Schwein da. Also der Geheimtipp von Duisburg ist echt einfach stumpf, die Rheinorange. Hier hast du komplett deine Ruhe. Wir werden da jetzt mal hin. Na, da ist jemand, da stehen Fahrräder. So, ich bin gespannt. Da, das ist übrigens das Landesarchiv NRW. Seht ihr diesen Klotz? Das ist das Landesarchiv. Bildung mit Keckmann. Ja gut, ich schwafel und schwafel. Weiter geht's. Ich versuche auch nachher beim Schnitt das meiste drin zu lassen, damit ihr hier möglichst langen, ausführlichen, geilen Vlog von mir erhaltet. Ich hab so lange nicht mehr draußen gevloggt, ne? Das ist ja unfassbar.
Absoluter Stubenhocker-Kanal. Kein Wunder, dass die Klicks sonst so runtergehen. Hat man hier schönes Bild. Oben der Bus, unten die Schiffe, auf den Schiffen die Autos. Ist halt geil. Die Kamera macht richtig Spaß. Was will man mehr? Und jetzt gibt's sogar noch Strand, also wahrhaftiges Südsee-Feeling. Ich entschuldige mich für die Wackelei. So ist besser. Keep our rivers clean. Ja genau, dann fährst du da mit deinem fetten Diesel lang, Alter. Mal gucken, ob es zu einer Kollision kommt. Jetzt wird's spannend. Kommen die beiden Pötter aneinander vorbei. Ja, ich mach mal hier den Sucher auf. Ich entschuldige mich übrigens für die Störgeräusche von dem Zoomer die ganze Zeit. Ich habe mein externes Mikro vergessen. Und so müssen wir jetzt damit leben, dass wir dieses Geräusch, was ihr jetzt gerade gehört habt, die ganze Zeit haben. So schlimm ist es nicht. Guck mal, der hat einfach Dreck geladen und der hat irgendwelche Gase oder Flüssigkeiten geladen. Das ist schon geil. Wir sind hier gerade im Klarbild-Zoom. Ne, so der normale optische Zoom ist das. Ungefähr. Ist auch schön. Ein hervorragendes Bild. Absolut. Peak Menschheit. Mach Punktfokus, Bruder. Machen wir manuellen Fokus. Da, Peak Menschheit. Manueller Fokus funktioniert auch nicht so gut. Aber darum geht's ja nicht. Es geht hier um diesen orangenen Gerät. Und bis da oben haben sie schon gestickert. Da muss man auch erstmal drankommen, um da diese Baseballkarte eines Japaners anzubringen. Da war auch jemand. Boah, da geht das schon ganz schön hoch. Guck mal, ich kann gar kaum. Da. Es wird einem nahezu schwindelig. Ich geh mal hier so ganz nah ran. Und halte euch da mal so gegen. Krass, ne? Wir zoomen die Orange hoch. Alter. Das hat schon Höhenfeeling. Ja, der Rhein hat Hochwasser. Da vorne ist jemand mit Hund. Der ganze Strand ist weg. Das ist natürlich schade. Das ist bitter. Ne, da waren wir zuletzt. Also nicht zuletzt, aber im letzten Video von diesem wundervollen Ort hier. Und kein Strand da heute. Liegt wahrscheinlich daran, dass es Sommer ist und es verändert sich alles. Aber schon ein bisschen auch idyllisch. Hier ist schon ganz geil, weil die Sonne ist genau vor mir und scheint einfach zu wollen, auch dass ich hier bin. Die Stelle war auf jeden Fall irgendwie sehr verseucht mit fliegenden, kriechenden und kriechenden Insekten. Und so gehe ich nun hier den Strand lang. Da, wo die beiden Leute vorhin waren, die werden schon wissen, wo sie waren. Und das wird schon gut sein. Hier kann man auch gut. Hier ist nämlich so ein Klotz. Wie ein Stuhl. Ja. Die Zeit läuft davon. Ja, ich nehme hier den Stuhl. Ich bin jetzt nicht mehr so wählerisch. Da haben wir das neue Pots. Also ist immer noch das alte Pots. Na komm. Die Kamera mag den Fokus manchmal nicht. Bruder! Hallo! Aber ihr seht ja, was hier Sache ist. Alter, was geht? Moment. So, jetzt hat er es verstanden. Ich weiß auch nicht, was er hatte. Ploppt dir Heimat auf. Der neue Slogan von Pots. Meine Güte. Und dann diese nicht ganz so schöne helle Etikettfarbe, die nicht zu diesem dunklen Bier passt. Ich fand das alte Etikett besser. Aber gut, ich plopp mir jetzt mal hier meine Heimat auf. Plopp, gut geploppt, also auf euch, auf alle neue Abonnenten, auf alle alte Abonnenten, auf die ganzen Boomer, die von den Shorts verwirrt waren. Hier, dieser erste Schluck ist für euch. So, da hat man auch schon gesehen, dass das eher ein dunkles Bier ist und das Etikett deswegen nicht so gut passt. Und da fehlt mir auch die Münsterländer Bauernidylle, das ist ja mein Land, also Prost. Köstlich. Die Möwen sind laut, seht ihr sie? Guck mal hier, damit kann man auch sehr gut Tiere aufnehmen. Hab ich schon gemerkt, ja? Guck mal, oh, guck mal, da haben wir sie. Die schreit einfach vor sich hin. Jetzt hab ich mal den Autofokus auf schnell gestellt. Mal gucken wir mal, wo ist unser Schiff hin? Oh, da ist ein neues Schiff, Rentnerschiff. Diese Leute, guck mal, jetzt funktioniert der Fokus doch gescheit. Die sind alle auf Kreuzfahrt. Guck mal, ja, der da. Absolute Babos, die da stehen. Rente durch, gute Leben. Da oben ist der rote Kappe, der weiß Bescheid. Würde ich, ehrlich gesagt, genauso machen. Schön nach Amsterdam. Mein Gott, jetzt habe ich auch einen Zittrig. Entschuldigung. Solange man zoomt, ne, ist massive Stabilisierung am Start. Das gefällt. Und ansonsten muss man sich ein bisschen konzentrieren. Ich versuch's mal. Oh, entschuldigt, liebe Leute. Ja, so ungefähr. Einfach immer in Bewegung bleiben. Entschuldigt mich, falls euch schlecht wird. Und ja, das kickt ja alles ganz schön rein. Wisst ihr? Was für eine kranke Scheiße. Polytoxikologie. Können wir den Leuten in die Kabine gucken? Alter, das ist schon geil, das würde ich auch gerne mal machen, aber der kostet halt dann auch, ne? Der kostet ein Taui oder so. Von Basel nach Amsterdam, schön den Vater Rhein hier entlang, das ist schon nice.
Na, für den Preis kann sie auch ein ein altes Motorboot kaufen und dann halt Open Air pennen und einfach selber machen, ist ja eh geiler. Und bleibt unbedingt aber dran, denn es kommen noch wichtige Enthüllungen gleich. Ja, also die solltet ihr euch nicht entgehen lassen, die werden ja immer zwischendurch reingestreuselt, improvisiert sozusagen. Und ja, aber ich konsumiere erstmal ja jetzt weiter und bin gleich wieder für euch da. Oh, das war jetzt eine schöne Aufnahme hier, warte. Komm, nimm die Blume hier in den Vordergrund. Ja, guck mal hier mit dem Schiff im Hintergrund, schön vorne Fokus, das ist einfach eine geile Kamera. Wenn ich jetzt hier noch auf die Blume den Fokus... Ja, ich höre nicht die Leute mit dem Hund nicht. Das gleiche können wir jetzt hier mal spielen. Guck mal hier. Guckt euch den geilen Scheiß an. Ja, wenn es nicht so wackeln würde. Fokussiert doch einfach den Strauch, Mann. Ja, hier klappt es nicht so ganz. Und man merkt auch, ich habe jetzt so ein bisschen hier die Cut-Check-Videos gemacht. Und dann ist mir die Lust vergangen. Mir ist einfach ein bisschen die Lust vergangen, weil ich so irgendwie... Ich weiß auch nicht. Guck mal, da ist einer. Das war am Ende nicht mehr lustig und die ganzen... Also es waren viele nette, schöne, schlaue und wundervolle Menschen, die jetzt hier neu dazugekommen sind, die wir dadurch erreicht haben. Aber diese unfassbare Masse an Honks, mein Gott. Und diese Honks sind zwischen, habe ich schon rausgefunden, 45 und 65 ungefähr. Also wahrscheinlich 60 aufwärts so, ne? Alles ab 45 in der Statistik, aber da ist wahrscheinlich noch bei den Jüngeren Verständnis vorhanden und Intellekt. Aber man kann tatsächlich, die Boomer quasi, die sind verloren auf YouTube. Sind einfach verloren. Ich mache euch da mal noch ein Video auf meinem PC, wo ich da so rumklicke und dabei sabbel und da gucken wir uns mal die Statistiken an, weil das ist echt bezeichnend. Gerade was die Shorts angeht, geht mal alle auf die Shorts mit der Tagesschau-Kacke und guckt euch mal die Kommentare durch. Gebt euch mal diesen nicht vorhandenen Intellekt. Wir machen ja hier auch unter anderem noch ein Review, während wir hier dieses Video machen. Und also Stichwort Akkuleistung dieser Sony. Ich muss jetzt leider alles, was ich aufgenommen habe, irgendwie verwerten, damit ihr seht, wie viel ich aufgenommen habe. Denn ich habe so viel aufgenommen, wie ich bisher aufgenommen habe. Und der Akku ist nun auf seinem letzten Strichlein bereits und ich greife zur Powerbank. Ja, wenn ich gerade hier so ein Schiff langfährt, dann ist das doch eine ganz entspannende Geräuschkulisse. Hier schön der Strauch, vorne im Fokus, hinten das Schiff und das Wasser. Das sieht schon alles sehr nice aus, also man bekommt schon eine extrem gute Kamera hier für sein Geld. Ich bin natürlich kein Experte, was sowas angeht, nicht im Entferntesten. Ich bin ein Laie mit einer Kamera, aber ich bin die ganze Zeit davon überwältigt, wie schön doch die Aufnahmen sind. Und das ist eine Qualität, die man so mit dem Handy nicht unbedingt hinkriegt. Da könnt ihr anrufen. Und auch mit einer hier GoPro oder diesen DJIs. Ich weiß nicht, ob man das so schön hinkriegen könnte. Und jetzt zum Beispiel kann ich hier entspannt weitersitzen, klappe mir den Bildschirm um und Handhabung, es macht einfach Spaß. Krass, wenn wir jetzt ein UFO sehen würden, ne? Schreibt in die Kommentare, was ihr von UFOs haltet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Was haltet ihr von Tom DeLonghi? Und auch von Robert Fleischer? Ich hoffe so, dass der Sound hier mit der Windgeräuscheunterdrückung in Ordnung ist. Sonst wäre ja mega nervig. Da muss ich das ja alles overdubben oder so. Muss ich vielleicht sowieso, ich habe ja nur Müll geschwafelt. Naja. Es ist ungefähr Zeit, jetzt mal die vielleicht aufzubrechen. Ich guck mal. Bis gleich. Ja, ich habe ein bisschen Morsecode an und chill. I'm going to go to the next one.
Jetzt haben wir lange genug gewartet und die wundervolle Beleuchtung ist endlich angegangen. Von Mond nach Mond ist so weit weg. Und es ist jetzt wirklich langsam Zeit, hier abzuhauen, bevor wir gleich ausgeraubt werden. Aber hier ist ja keiner. Ne? Also, der sicherste Ort im ganzen Ruhrgebiet. Die Rheinorange. Hier, die Leute, teilweise wohnen die echt nice. So, ne? Ziemlich zentral, na gut, hier oben. Aber wenn man in dem Gebäude wohnt, dann ist das natürlich schön, weil dann hat man eine ganz nice Aussicht. Und man muss auch dieses Gebäude dann nicht ertragen. Aber das hier sind die Gewinner. 780, total geil. Ja, komm. Nützt alles nichts. Tschüss, lieber Stein. Du sahst so schön aus hier, nochmal. Immer noch ein sehr fotogener Stein. Wie er da im Wasser ist. Gucken, was der andere macht. Auch sehr schön. Der ist noch schön, auch beide schön. Ich geh mal nah ran. Ja, also die Wolken kommen, beziehungsweise die Wolke. Kommt bestimmt aus der Fabrik da hinten. Komm, ich pack mal meine 7 Sachen und auf geht's. Also, neues Design bei Potz übrigens, naja, ploppt ja Heimat. Aber immer noch, beste Bier in ganz NRW, Potz Landbier, absolut King. Guck mal, da ist noch ein ganz spätes Schiff unterwegs. Und da ist hier ThyssenKrupp. Ja, Freunde, es ist Zeit. 780. Da haben wir das gute Stück bei Nacht. Ui. Aus der Ferne sicherlich noch beeindruckender. Gucken wir uns gleich mal an. Jetzt sind wir ja erstmal noch hier. Ja, das ist die Skyline hier. Nicht so schön, ne? Aber was soll man machen? Ist immerhin eine Skyline. Meine Herz für Infrastruktur. Boah, das Ding ist echt hoch. Nicht zu unterschätzen. So, wir gehen grob Richtung Mond und lassen ihn gleich links liegen, denn ganz da hinten müssen wir hin. Boah, ganz da hinten. Absolut ganz da hinten. Noch am dem Landesarchiv da vorne hier, dem Klotz vorbei. Alter, einen Fußmarsch wird das geben. Aber immerhin habe ich noch meine Wegbespaßung, die ich mir nun einverleibe. Wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit, um hier mal weiterhin die Kamera zu testen, jetzt in so Dunkellicht. Und wir gucken uns den Tanz der Insekten an. Das ist ein spannendes, modernes Ballettstück. Und so tanzen sie hier. Zu dem Sound der Grillen. Na komm. Weiter geht's. So, gucken wir mal diesmal wieder, was hier so... Ach, hallo. Guten Abend, Herr Spinnerich. Krieg ich den gut drauf? Spinnenfokus, Bruder. Ah, ist zu schwierig für die Kamera. Was immer besonders nervig ist hier, rund um die Rheinorange, sind diese elenden Bänke ohne Rückenlehne. Was soll denn das? Ah, sieht schon nice aus. Also, lohnt sich hier auch ein bisschen zu warten, bis es so ein bisschen dunkler wird. Hat was. Und mal Mondfilmtest. Das jetzt so mit optischem Zoom. Ja. Es wackelt halt sehr. Liegt alles an mir. Ja, aber geht ja bei Dunkelheit noch. Ne? Vielleicht sollte ich jetzt auf S-Log wechseln. Ich probier's mal aus. Nee, also direkt überwältigt gewesen, ob der Einstellungsmöglichkeiten. Die Menüs an dieser Kamera sind nicht so das Beste. Und da ist man schnell einfach dazu geneigt, sein zu lassen, wenn man nicht gerade Profi-Fotograf ist. Da muss man viel, viel Zeit mit verbringen. Und üben. So, zurück auf dem Handy. Obwohl das schöne Haus abgerissen wird. Da geht ein Stück Bodengeschichte hier verloren. Ja, schade drum. So, endlich wieder an der normalen Straße. Also auch hier ist nichts los. Ne? Ist hier so, keine Ahnung, was das hier ist. Hier stinkt. Alter, kommt von dahinter. So, hier habe ich gerade, glaube ich, nicht aufgenommen. Zurück auf dem Handy.
Ja, endlich wieder an einer halbwegs befahrenen Straße, hier bei Blumenrot. Das ist schon eine unangenehme Gegend im Dunkeln. Aber da ist halt auch kein Mensch. Trotzdem unangenehm. Ja, ich sag euch auf jeden Fall eines. Mega schwül heute. Und nachdem ich von meinem Rechten gebraucht habe, ich bin total fertig, ey. Kommst du nicht mehr klar. Naja, gleich an der Bahn. Totale Randale. So, hier wieder im Naturgebiet. Flora und Fauna blüht. Und hört euch mal die Geräuschkulisse an, die Insekten. Ist laut. Und da gibt es, soweit ich weiß, auch Studien zu. Guck mal, krasses grünes Licht, sieht geil aus. In so lauten Gegenden sind die Insekten auch lauter. Guck mal, hier ist auf. Also im Grunde kann man daran lang. Sieht mir aber viel zu sehr nach Slayer aus. Geil. Ja, da steht so ein elender Roller. Böse, böse, böse. So, jetzt bin ich im Prinzip gefickt, weil ich zu lange Faxen gemacht habe und jetzt die Bahn ein paar Minuten verpasst habe. Und die nächste kommt in einer halben Stunde. Ja, laufen wir mal hier durch die Gegend. Von den Sternen bis hin zu den Meeren, von den Gipfeln bis ins Tal, für Keckmann und die ganze Welt singen wir den Ruf des Aufbruchs. Wir sind eins, vereint durch Träume, geboren, um frei zu sein durch den Sturm und die Dunkelheit. Bleiben wir stark und halten zusammen für den Rest.